Hallo und damit willkommen zu einem neuen Let's Play, einem Replay, so die Sims 2 gestrandet. Und ihr könnt schon sehen, ja, ist die englische Version, aber was ihr auch sehen konntet, es gibt jetzt Retro-Achievements. Und ja, das ist doch die perfekte Gelegenheit, einfach nochmal mein altes Let's Play neu aufzusetzen. Und mit neu aufsetzen meint ihr wirklich komplett neu machen, das alte ist gelöscht. Persönliche Gründe, wer das Let's Play gesehen hat, kann sich das vielleicht sogar denken. Aber auf jeden Fall, ja. Ja, fang einfach komplett neu an, so. Ich hab Bock auf jeden Fall, dieses Kindheitsspiel noch ein weiteres Mal zu spielen. Noch ein bisschen besser, im besten Fall nur hier auf YouTube. Und ja, starten wir einfach mal in das neue Spiel. Ich hab nichts vorher gespeichert, los, okay. Und ja, ist Englisch, ne? Kriegen wir hin. Kriege ich hin. Und ja, Edison. Wir fügen eine Crew hinzu und wir brauchen für ein Achievement oder zwei, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall brauchen wir, um alles schaffen zu können, 6 Leute. Aber ist auch nett, so, wir gehen am Ende der Folge nochmal die Achievements durch. Und ja, erstellen wir erstmal meinen persönlichen Charakter. So, 6 Charaktere dürfen, muss mein Zettel, hier ist mein Zettel. Es gibt 7 Berufe. Und ja, ich bin ja natürlich hier, ne? Ja, Teacher. Gibt's irgendwie was? Doktor. Ja, Doktor, schön wär's. Ich hab studiert, ne? Da kann ich mich auch Doktor nennen. Dann kann ich nicht, aber. Da krieg ich halt Logik und Mechanik-Skills-Bonus. War gut. Ja, Body-Skill überhaupt nicht. Ja, jetzt würde halt mit Logik-Bonus mir noch am besten stehen, ne? Kreativität ist aber auch eine tolle Sache. Aber es geht einfach so von meiner Occupation, ne? Und da bin ich jetzt einfach mal Doktor. Mal, ja. Dann ist noch mehr für die anderen Charaktere übrig, weil natürlich sind die Charaktere sich nicht doppeln, aber zu den anderen Charakteren kommen wir, nachdem wir mich selbst erstellt haben. Aber ja, wie sehe ich aus, ne? Ich bin ja nicht so blass tatsächlich, ne? Body Type. Ja, schon normal so, ne? Morph Body. Ja, keine Ahnung. Das ist eher so Wunschdenken, ne? Machen wir mal. Beide sind schon so ein bisschen dick. Keine Ahnung, Morphhead. Ja, keine Ahnung, wie mein Kopf aussieht. Na, hier ist da wie die Nase eines Mannes, auch sein Johannes. Mund. Ich habe echt keinen großen Mund, so. Ich fühle gerade so ein bisschen. Nehmen wir mal das. Hairstyle. Das ist doch schon mal ein bisschen. Was habe ich denn? Für den Haarstil. Ich habe zum Glück auch nicht so viel Auswahl. Ne? Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber auch schwieriger, ne? Wenn ich dann gewisse Charaktere nachstellen möchte. Ja, das habe ich ja gerade. Aber es ist irgendwie so ein bisschen glatt geleckt. Das ist ja auch nicht vor. Ein, ein halber Afro. Ich will einfach schon das hier nehmen, so. Ja, komm, ich nehme das hier. Braun natürlich, ne? Schauen wir mal, Fashion. Obdachlos. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Bart, aber ich rasiere mir eigentlich am liebsten mal ab, aber da bin ich häufig immer so faul. Ja, genau. Nee, ich bin glatt gerasiert. Das wird nicht so bleiben, keine Sorge. Das wird sowieso nicht so bleiben, von daher. Eh kein großes Thema. Oberkörperkleidung, was gibt's denn hier so Schönes? Nichts. Wie soll ich denn da Charaktere nachstellen? Naja, gut, ja, wäre so ein buntes T-Shirt, so, ne? Komm, nehmen wir das hier. Kann man das machen, sag mal, ja. Ja, komm. Das ist schon ein bisschen hässlich. Egal, ich nehm's. Passt das zu mir? Was trage ich für Hosen? Ich würde schon eine kurze Hose tragen, so. Und Jeans, da habe ich aber nur eine schlechte Erfahrung mit gemacht, weil die immer gerne reißen. Also da bleibt eigentlich nur hier diese Stoffhose übrig. Schuhe gibt Barfußschuhe, einfach Barfuß. Ja, komm, ich bin Barfuß unterwegs. Ist ja Urlaub.
ist der Urlaub. Accessoires. Ich habe mittlerweile mal gerne ab und zu mal so ein Armband dran. Das hier ist eine Uhr, ne? Ah, doch, das geht so ungefähr in die Richtung. Das habe ich an der linken Hand. Dann bleibt es auch an der linken Hand. Ja, Gürtel. Kann man machen, tatsächlich, aber. Passt halt irgendwie nicht so gut auf die Hose rauf. Na komm, machen wir. Schuhe Resets. Ja, nee, komm. Dann. Gut. Personality. Sloppy. Oh, ein bisschen scheiße. Was ist Sloppy? Neat. Ah, Detailgrad, nur lazy. Schon so ein bisschen, aber. Ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt immer Krebs so. Ich bin immer ein bisschen. Scheiße, da habe ich auch schon Cancer, sehr gut. Ich will schon so ein bisschen playful machen, tatsächlich. Ich wollte mal so Mittel. Und nice bin ich ja auch, so, ne? Active. Schon so, ne? Das ist immer schwierig. Lobby. Machen wir mal so. Wassermann. Na gut, nehmen wir Wassermann. Name. Chris. Mir erklärt es ja sehr. Oder Max. Okay, jetzt spoilere ich meinen Nachnamen. Jetzt ist es raus. So ein Mist. Gut. Akzeptieren wir nochmal. Und da hätten wir schon mal meinen persönlichen Sim. Meinen persönlichen Sims erstellt. Sims? Das ist nicht Lums, das ist ein Sim. Genau, die anderen Charaktere werde ich einfach mal off-cam erstellen und. Ja, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, da habe ich doch mal eine wundervolle Crew erstellt und gehen wir die einfach nochmal kurz gemeinsam durch. Na, wer ist das wohl? Das hier ist der wundervolle Crash Bandicoot. Und ja, das ist halt so, ne? Das ist aber eine Wirbelsäule auf jeden Fall. Er ist Crash Bandicoot. Ich habe ihn zu einem Mechaniker gemacht, was letztens das einzige war, was irgendwie noch gepasst hat. Er war der letzte, den ich halt gemacht habe. Und das ist so seine Persönlichkeit. Ich denke mal, das passt so in etwa. Ne, mal so ein bisschen Interpretationsspielraum. Also, er ist schon faul, ne? Wenn man ihn nicht gerade nett steuert, ne? Und sloppy. Und die anderen Sachen sind definitiv ausgeprägter. Dann haben wir das eher ein Stier. Athletis haben wir hier. Ja, hier. Den wundervollen, mächtigen. Cloud Strife. Ich habe mir so ein bisschen von den Farben versucht, an Final Fantasy 7 halt zu orientieren, ne? Klar. ja. Das ist er, ne? Personalität. Er ist schon schüchtern, ne? Wenn man ihn mal so ein bisschen besser kennt. Und naja. Ich finde, das passt auch ganz gut. Aber er ist auch schon aktiv, ne? Und ja, er ist auch sehr. Genau. Machen wir weiter mit Makise Kurizo. Aus Steins Gate bekannt. Sie hat eine Persönlichkeit, die denke ich mal auch recht, ja, das ist ein bisschen zu tief. Also sie ist schon so ein bisschen grouchy, grumpig, aber, outgoing, machen wir uns mal so ein bisschen Mittel, dann kriegt sie noch einen Punkt und dann passt das. Sag ich dann einfach mal, ist immer ein bisschen schwierig, auch generell seht ihr so ein bisschen, ich hab nicht wirklich viele Möglichkeiten, was ich so an Design machen kann, ja. Also ein bisschen dämlich ist, die Männer haben keine blauen, keine roten Schuhe, die Frauen schon, also wollte ich nicht gut rote Schuhe geben, ne? Gut. Die wunderschöne blonde Dame ist Zelda von Hyrule, Prinzessin Zelda. Ihre Persönlichkeit, ja, ist generell, habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom als Vorlage genommen. Wenn ich jetzt die, keine Ahnung, Twilight Princess Zelda nehme, könnte ich jetzt nochmal anders drüber nachdenken, ob ich ansonsten so, weiß nicht. Finde ich das doch schon so ein bisschen...
Ich finde es passend. Würde ich einfach mal ganz frech behaupten. Und zu guter Letzt haben wir noch, also mich, ne, da war dabei, aber Tobis Lieblingscharakter aus Persona 5. Ishiko Oya. Wir alle kennen, wir alle lieben sie. Ich habe ja gar nichts in den Berufen gesagt, ne? Fällt mir gerade ein. Ishiko Oya ist auf jeden Fall Musikerin, ne? Geht so ein bisschen im Besten in die Richtung, das ist ihre Persönlichkeit. Ja. Serious. Ja, Punkt. Ansonsten so, Zelda ist, ja, Chefkoch, Köchin, ja, ne, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, muss natürlich auch Zutaten kochen, ne, zusammen kochen, muss man generell viel kochen. Kurisos ist, ja, Lehrerin. Cloud ist Ranger, da kriegt er schön körperliche Skills, ist auch generell die Sache, wenn man einen bestimmten Beruf auswählt, hat man schon so einen kleinen Skill-Vorteil. Deswegen habe ich mich ja auch, Doktor genommen, Doktor genannt. Und Crash Bandicoot ist Mechaniker. Ja. Also den Mechaniker habe ich gesagt. Und ja, dann starten wir doch einfach mal rein. So generell der Plan. Diesmal mehr als eine halbstündige Folgen, ne? Das war ja letztes Mal das Konzept so eine Stunde in der Woche. Aber wir machen eine halbe Stunde. Wenn es kommt, dann kommt's. Also, ne? Vielleicht auch erst in drei Monaten. Nein, ihr kennt mich. Ah ja, mit wem wollen wir spielen? Der hätte mich eigentlich auch gar nicht selbst erstellen müssen, ne? Aber gut. Ich hab mich selbst ausgewählt, ne? Dann. Yes. Das bin ich. Da habe ich ja direkt 300 Logikpunkte, glaube ich. Also 3000. Von 100? Okay, das finde ich gerade spannend. Das werden wir dann im Gameplay sehen. Ja, komm, weichen wir mal ab. Ist immer sinnvoll. Ich spiele natürlich im Hardcore-Modus, nur damit ich direkt die goldenen Achievements bekomme, ist ja klar. Ich glaube, das ist die richtige Memory Card. Naja, wenn nicht, ist halt auch egal. Bin dann zu laut. Ja, ja, ist schon hier. Oh, er lacht erstmal. Und so, Leute, wurde aus einem einfachen Segeltrip eine Naturkatastrophe. The Sims have shipwrecked. Die Sims sind gestrandet. Finde und vereinige deine verlorene Crew und helfe ihnen nach Hause zu gelangen. Ich versuche natürlich so best wie möglich zu übersetzen und auch selbst zu verstehen, so, ne? Ja. Spielen wir mal das Tutorial. Mit rechten Stick. Laufe ich, mach einfach schon mal so ein bisschen, ne? Sachen aufnehmen, komm auch. Oder generell werde ich potenziell auch Offcam einfach mal so ein bisschen sammeln mit euch und. Also Offcam ohne euch sammeln. Aber halt bestenfalls kriege ich halt keine Achievements währenddessen, ne? Genau, wir können halt Lachen sammeln, das haben wir gerade schon angefangen. Das Pause-Menü schauen wir uns auch demnächst mal an. Ja, können wir mal machen. Genau, hier haben wir schon mal so ein bisschen was. Inventory. Da wurde mir gerade drauf verwiesen. Genau, wir sehen mal, was wir gesammelt haben. Wir haben 15 Treibholz. Und eine große Muschel. Ich hoffe wirklich, es wird. Ich krieg das hin mit der Sprache. Aber es wird schon. Ich kann ja Englisch, glaube ich. Mal gucken. Okay, mit L1 kann ich pausieren. Vorspulen will ich jetzt nicht eigentlich. Genau, mit Viereck. Das wollte ich gerade rausfinden. Mit Viereck kann ich hier die Slats angucken. Aktuell haben wir nur ein Hungerbedürfnis. Dann essen wir doch einfach mal direkt was.
Ist auch generell die Sache, wir kriegen halt nach und nach jetzt die Bedürfnisse. Also wir haben gerade auch keinen Harndrang einfach, nur weil ich glaube, es kommt das direkt, ne, wenn wir jetzt das essen. Aber, ne. Vielleicht können wir am Anfang halt schon so ein bisschen Lachen machen, während man halt nicht so viele Bedürfnisse hat. Mal gucken, wie ich das anstelle. Schlafbedürfnis. Da haben wir glücklicherweise eine. Eine Hängematte, eine. Wie heißt das? Eine Matratze, eine Luftmatratze oder so. Und ich habe ein Messer dabei, sehr gut. Dafür brauchen wir direkt nur so ein bisschen Stats. Was sagen wir denn hier so? Genau, wir haben eine Hängematte, ein kleines Messer, genau, und Toilettenpapier. Brauchen wir auch mal, wie Toilettenpapier brauchen. Hier Food, ne? Kokosnuss. Ich würde gerne nochmal kurz hier reingehen. Personal Info, was haben wir denn hier noch so Schönes? No Relationships, klar, kein Job. Wie erkläre ich das jetzt hier? Okay. Warum habe ich da gerade drei? Ja, weil einer schon drei hat. Warum, naja. Genau, und wir haben halt Bonus 2 von Mechanik, 2 von Logik. Aber wir wollen natürlich alles voll machen. Und hier haben wir nochmal unsere Persönlichkeit. Wir sind Wassermann, ist ja klar. Aber generell immer gut erkunden. Ich will auch jedes von diesen Muschelfeldern einmal geklaut, einmal geöffnet haben, weil da gerne mal. Es gibt so verschiedene Sammelobjekte. Also Schatzkartenteile oder Hieroglyphen, das sind so die wichtigsten Sachen, die wir finden müssen, aber auch. Ja, wobei, ja. Natürlich auch, so. Wasser, so Flaschen mit Briefen drin, ich glaube, das ist so einer, ne? Bottled Message. Flaschenpost. Flaschenpost ist die Bezeichnung. Da sind manchmal auch, ja, wichtige Sachen drin. Na, lieber Kunde, hier ist irgendwie, ja, das ist Werbung. Das müssen wir nicht lesen. Ja, nicht droppen. Ja, ich will das, away putten. Mitnehmen. Können wir alles gebrauchen später. Ja, ich gehe aber gleich schlafen. Wir haben noch Zeit. Wir werden aber auch kein anderes Gebiet in der heutigen Folge betreten, würde ich fast sagen. Wobei. Ja, mal gucken. Ich will ja ganz gemütlich anfangen. Ist auch wieder so eine, ja, überstürzte erste Folge, wo ich gerade eigentlich Besseres tun könnte. Aber das kennt man ja von mir, ne? Das kennt man von mir. Ja, wir gehen gleich schlafen. Ja, komm, ist das. Ist gut. Eine Axt haben wir nicht. Ich würde gerne hier nochmal ein Level abbekommen, einfach nur um es gemacht zu haben. Ja. Ich mal direkt ein Le Pling, Level up. You've increased the skill. Genau, wenn man halt weiter practice, dann kriegen wir halt mehr. Das müsste jetzt, glaube ich, körperlicher Skill gewesen sein. Schauen wir mal kurz. Genau, Body Skill. Island Map Grounds und Game Options, Collectibles. Was ist bei Collectibles? Also gerade nichts, so nur, aber. Verrät uns das Spiel da schon etwas. Ja genau, hier. Hieroglyphen und Schatzkarten. Schatzkarte. Gut. Gehen wir mal schlafen. Das Spiel schreit ja schon förmlich danach. Also tut das wirklich so. Ja. Du Yoga, ne? Wir schlafen mal. Hier wird die Zeit auch in super Geschwindigkeit vorgespult, wie man es halt von Sims kennt. Und vielleicht schaue ich mir irgendwann auch mal die DS-Version an. Weil es gibt auch irgendwie Sims Inselabenteuer für den PC, aber das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Weil da kann man Kinder bekommen. Aber für Sims 2 gestrandet für den DS, das wäre dann vielleicht auch noch mal, irgendwann nochmal eine. Die man sich anschauen könnte. So mitten in der Nacht. Auf der Schlafmatte konnten wir natürlich auch nicht gut schlafen, ne? Und, ja, Feuer wärmt. So, pack das ein. Machen wir noch mal ein Feuer. Plans.
Haben wir anscheinend schon einen Plan für ein Lagerfeuer, ne? Na gut. In der Theorie weiß jeder, wie man ein Lagerfeuer macht. Ein Steinkreis und Holz. Wir brauchen zwar keine Steine, aber Holz. Na, guck mal hier hin. Dann bauen wir das doch mal zusammen. Genau. Gehen wir da hin und bauen. Genau, ja. Check your mood meter to see how your sim is doing. Ja. Das ist wichtig. Be goal oriented. To stay sane, your sims need goals. Lost books on the island will tell them what to do. Ja, dann build home tiki. Ich glaube, es gibt ein... Nee, ich will kein home tiki bauen. Bye. Na komm, mach. Ich glaube, das gibt ein Achievement. Wenn ich jetzt einfach mal home die kläre. Man kann das auch für Jobs eintragen, das tut man dann halt dann, wenn man... Also wenn man die Person nicht aktiv spielt, dann tut der PC halt, der NPC halt, als NPC. Man, was will ich sagen? Den Job erfüllen. Aber, na gut, ne? Man sollte irgendwas kochen. Ich hab doch nichts zum Kochen. Add Ingredients. Ich kann... Meat. Oh, ich hab Muschelfleisch. Na gut, dann kochen wir uns das mal. You've made roast. It satisfies 63. 3 Lecks Hunger, 11 Energie und minus 13 Blase. Ah, kriegen wir jetzt Blase? Handrang? Bedürfnis? Oder nicht? Nö. Naja, gut. Was haben wir hier? Haben wir noch was schon? Der Kokos muss der Putten in den Inventory. Also viel gibt es ja tatsächlich auch noch gar nicht so erkunden. Aber ich möchte in der Folge tatsächlich nicht das Gebiet wechseln. Ende wir haben ein bisschen haben. Bambus. Ah gut, wenn es das Spiel das jetzt nicht sagt, was kann ich hier machen? Ah. Palmmädel ernten auch gut. Wir nutzen die Gelegenheit hier wirklich einfach mal, erstmal ein bisschen reinzukommen, so ein bisschen, ja, reinzukommen. Und ja, wir bauen einfach mal eine Werkbank. Und hier können wir halt mehr Sachen bauen. Wie in Minecraft. Und gucken wir mal, was wir zur Verfügung haben. Bambusspeer, damit können wir angeln, eine Fackel ist jetzt nicht so wichtig. Ja, und eine Axt können wir auch noch nicht bauen. Dafür brauchen wir Lianen, die gibt es erst im nächsten Gebiet. Genau, und dafür brauchen wir das Messer, was wir haben, und eine Werkbank, und damit können wir uns jetzt einen Speer bauen. Und damit können wir jetzt fischen gehen. Fand ich das immer besser als angeln, so? Ich glaube, immer nachdem ein Fisch gesprungen ist, muss man zustechen. Na, kriegt man den, der gesprungen ist? Keine Ahnung. Also große Fische gibt's jetzt nicht, ne? Na komm. Vielleicht bin ich die ganze Zeit da hinten links von den Springen ablenken. Stufe 2. Ich hab Körperskill, ne? Na genau, wenn man hier gar nicht trifft, so, dann sieht das so aus, die Fische hauen ab. Na komm, gönnt mal. Oh Junge, das ist ein großer Wappen.
Später muss man irgendwie auch ein Hai angeln und irgendwie sowas. Wir schauen uns mal gleich die Achievements an. Die sind ja jetzt auch gar nicht so verrückt. Einfach, ja, einfach ganz normale Achievements. Ich glaube, das sind alles Sachen, die ich auch schon mal gemacht habe. Also ich muss hier nicht irgendwie zaubern, um irgendwie einen Ehepartner zu bekommen, was ich irgendwie auch nie verstanden habe. Einfach spielen. Na komm. Ich habe noch kein Harndrangbedürfnis habe, finde ich gerade ein bisschen seltsam. Ich meine, mal nehme ich mit so, ne? Aber. Also es bringt da wirklich auch nichts, hier schon die ganzen Sachen zu ergrinden lange oder so, weil man dann später sowieso noch Sachen sammeln muss und so weiter. Von daher. Aber langsam weiter. Das haben wir eigentlich schon eine gute Folgenlänge, wie ich das gerade interpoliere. Komm, schlafen wir noch einmal. Mal gucken, ob uns das Spiel noch irgendwas mitteilen möchte. Kann irgendwie auch regnen in dem Spiel, ne? Oh, Asche collecten, ganz wichtig. Du hast Asche gefangen, Glückwunsch. Komm. Erstmal nochmal kurz einen Fisch, ne? Haben ja mühevoll gefangen, da können wir ja auch mal ein bisschen was essen, oder? Hier große Fische, mittlere Fische. Hier. Den mache ich mir jetzt. Lecker Fisch, ich mag nicht Fisch, aber gut. Ah, sehr schön. Nett. Aber, na dann beenden wir das Ganze einfach mal. Ja, ist. Was sind die Game Options? Weil das Spiel lautstark geht ja eigentlich tatsächlich. Ich würde das nichts ändern wollen. Oh! Falls mal irgendwas geblockiert wird oder so. Enable Free Will. Verstehe ich nicht. After 10 Minutes, 10 Minutes. Nach 10 Minuten erst. So, jetzt mal. Ja. Ja, ist okay. Ist okay. Ich will speichern. Max Fräse. Ja, wo ist der Leon Fräse? Komm, save and quit. Gut. Wie kann ich die Achievements nochmal öffnen mit F1, glaube ich, ne? Ich muss reintappen. Ne, das ist ein Save State. Ah, mit. Errungenschaften einmal abchecken. Wie genau, was haben wir jetzt bekommen? Ich verstehe halt irgendwie nicht, manchmal steht da entsperrt nicht. Das ist Game Progression. Aber ja, auf jeden Fall die drei Achievements haben wir jetzt freigeschaltet, ne? Verstehe ich auch nicht hier entsperrt, aber naja, gut. Beinahe geschafft. Okay. Auf jeden Fall können wir uns mal kurz alle Achievements anschauen. Ich würde sagen, das ist, verbuggt. Oder wird gerade falsch angezeigt? Keine Ahnung. Activate the Sheet Gnome and get logged out. Schon, es gibt ein Sheet. Machen wir irgendwann mal. Ich sag mal, kann ich das doch einfach zum Schluss des Let's Plays mal gucken. Irgendwann mache ich das mal. Das hat auch nichts Besonderes. Aktiviere es einmal und dann gehe ich wieder. So. Befriend a Shimp. Ja, use the Shimp together. Ja, gut, es passiert, ne? Light the Home Torch. Das habe ich doch gemacht. Aber anscheinend. Keine Ahnung. Machen wir schon ein bisschen lang. Build a bed, build a table, craft a shirt, build a raft. Okay, build a raft und reach the second island ist eigentlich das gleiche so. Naja, okay, nicht ganz, aber ne. Versteht schon. Shelter und Unterschlupf bauen, ne. Crewmate greet. Nochmal hier brauchen wir mal Crewmate zum Beispiel, ne. Befriend a Crewmate auch. Weil nicht befreundet sind, ne. Und ein Crewmate.
dann quasi in den Stamm einladen, alle Crewmates finden. Kommt natürlich darauf an, wie viel man braucht. Aber hier haben wir einmal finde alle Crewmates und hab dann 6 zusammen. Dafür brauchen wir halt alle 6. Aber ich finde sowieso am besten mit 6 zu spielen, so. Bin ich ganz ehrlich. Stable Radio Transmitter ist passiert. Na gut, locate the jungle, locate the cave, find the river plains. Sachen finden, na gut, catch a chicken. Wildschwein bekämpfen. Hai angeln. Keine Ahnung. Gemüse anpflanzen, ein Ei haben, ein Ei aufheben, stimmt, das ist auch eine Ingame-Aufgabe. Also wenn einfach die ganzen Ingame-Aufgaben mit reingemacht, ist eigentlich so das Angenehmste. Ja, so ein paar Sachen. Also das ist wirklich nichts Spannendes. Sachen, ich habe mit alles schon gemacht und findet man halt da Build a Cabin, das wird cool. Build the two Cabin Chairs. Bungalow. Finally a real shower. Nochmal so ein Shirt erstellen. Use Bungalow Stove to make a feast. Verstehe ich gerade nicht, aber kriegen wir schon raus. Alle Hieroglyphen finden, alle Schatzkarten finden. Sims 3 of the Gnome. Eine schöne Spyro 3-Referenz, habe ich jetzt nicht erwartet. Hier die zwei Möglichkeiten, das Spiel zu beenden, also von der Insel zu fliehen. Ah, hier die ganzen Bedürfnisse freischalten, das passiert teilweise dann schon in der nächsten Folge noch. Ja, warum das nicht passiert ist heute. Hygiene kommt übrigens nur, wenn man andere Crewmates trifft, ansonsten kriegt man Hygiene auch nie. Es ist ja nicht auch ein verpassbares Achievement, wenn man einen falschen Charakter wählt, naja gut. Unlock All Motives, sehr gut, ne, das passiert dann halt entsprechend auch. Unter die ganzen Bedürfnisse maximieren. Ne, warte. Ah ne, das sind einfach die Bedürfnisse maximieren. Okay, das ist interessant. Aber hier natürlich dann auch noch die Skills maximieren. Die Dinger maximieren ja gut, ne? Einfach maximieren, ja gut. Hygienemotiv können wir sowieso erst recht spät maximieren. Aber gut, das kriegen wir dann auch schon mal hin. Das würde ich mal sagen. Wir gehen noch mal kurz ins Spiel rein. Und ich kümmere mich mal kurz um das eine Achievement so. Habe ich irgendwo Retro-Achievements offen? Nicht. Schade. Oder hat jemand den Sheet draufgeschrieben, wie man das dann macht? Hier. Genau, sehr schön. Dann machen wir das mal ganz kurz. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal benutzt, weil ich mich irgendwann mal gesoftlockt habe. Also auf der Wii habe ich ihn, glaube ich, mal gesoftlockt. Da brauchte ich tatsächlich den Cheat. Aber ja, das machen wir. Ich glaube, das brauchen wir hier natürlich nicht, ne? D-Pad down. R1, L1, runter, Viereck, R2. R1, L1, Deeper Down, Square. Aha. Okay. D-Pad. D-Pad. Ja, doch, D-Pad, glaube ich, richtig. Gut. Dankeschön fürs Zuschauen, die wundervollen. Und ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Wer hätte das gedacht? Bis dann und ciao.